Hallo Waage, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Waage. Heute wollen wir mal schauen, anhand des Tarots, bist du auf dem richtigen Weg? Werden sich deine Wünsche wirklich erfüllen? Wird sich dieser Herzensmensch bei dir melden? Gibt es hier ein Happy End? Ja, egal was für eine Frage du hast, wir möchten wissen, bist du auf dem richtigen Wege? Ist es die richtige Entscheidung? Ja oder nein? Wenn ja, hervorragend. Wenn nein, sage ich dir auch ganz genau, weshalb es nicht der Fall ist. Okay, was blockiert? Waage, konzentriere dich bitte auf dich und frage dich immer wieder, bin ich auf dem richtigen Wege? Okay? Ja, Wahnsinn. Im Spanischen habe ich gerade dieses Video aufgenommen und es war genau dasselbe. Waage, du bist auf dem richtigen Weg. Okay? Wieso bist du auf dem richtigen Weg? Weil in Waage gibt es ein Gleichgewicht. In Waage gibt es einen Gerechtigkeitssinn. Waage mag gerne die Harmonie. Waage mag gerne Sicherheiten haben, finanzielle Natur. Waage möchte gerne immer wissen, wohin der Weg führt, abzuwägen, Pro und Contra. Waage hat sich in den letzten, ich sag jetzt mal anderthalb Jahren, in eine Energie entwickelt oder entwickelt sich gerade in eine Energie, wo es darum geht, eine Mission im Leben zu verwirklichen, aus der Ruhe heraus, aus dem Verständnis heraus, aus der Klarheit heraus, weil die Möglichkeiten für Waage sind jeden Tag gegeben. Du hast die Fähigkeit, Entschuldigung, entwickelt, dir eine Idee zu kreieren und diese zu verwirklichen. Das heißt, es kann sein eine Familiengründung, es kann sein ein neuer Job, es kann sein eine Auslandsreise, es kann sein ein Studium, es kann für jeden Menschen was Individuelles sein. Die Menschen, die ihr schon über 55, 60, 70, 80 seid, ja, hier gebt nicht auf. Eure Realität ist gerade in einem anderen Entwicklungsschub drin, wo wir sehen, dass die ältere Generation einen gesunden Nährboden am Sehen ist und sehen wird, um in eine neue Energie zu kommen, um die Möglichkeiten zu entwickeln, die beste Version von sich selber zu geben. Waage, wenn du schon Mutter bist, Vater bist, Großmutter bist, Opa bist, was weiß ich nicht, ihr habt für eure Familie, für eure Freunde, ihr habt schon so viel gegeben, für eure Enkel, für eure Kinder. Ja? Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir sagen, lasse die Verantwortung los und überlasse den Menschen selber, sich von diesen Geschichten zu nähren, die du denen vorbereitet hast. Aber vor allen Dingen, dich jetzt mehr auf dich zu konzentrieren. Deine Ziele werden sich verwirklichen. Warum? Weil du nicht aufgibst. Hier rät das Tarot dir, denk dran, deine Kraftquelle ist die Kraft der geistigen Welt in dir. Deine unendlichen Fähigkeiten, deine Bereitschaft, deine Freude, deine Geduld, deine Einstellung, deine Barmherzigkeit, auch dein Temperament manchmal, wird dir dazu dienlich sein, genau den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um diesen Weg publik zu machen, um diesen Weg mit jemandem zu teilen, um diesen Weg noch mehr zu öffnen, um an dieses Ziel zu kommen, was auch immer dein individuelles Ziel ist. Okay? Weiter nach vorne, weil es lohnt sich. Die Zahl 1, die Zahl 7 und die Zahl 17, 71 können vielleicht von Bedeutung sein. J, P, D, V, C, V, W, M, E und Z. Fasse diese Buchstaben und diese Zahlen an. Wenn sie nicht mit dir im Einklang sind, ist es nicht schlimm, dann ist es für jemand anderen. Waage, ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, okay, für deine Likes, für deine Abos, vor allen Dingen für deine Kommentare. Jedes Kommentar wird von mir beantwortet. Schau dir diesen Live-Chat von letzte Woche Sonntag an, vom 10.7. Da haben wir ganz viele Thematiken, die für jeden einzelnen Menschen von uns wichtig sind. Schau dir den Chat an, okay, es geht auch viel um die Selbstliebe, um die Wertschätzung, um das Triggern, um ganz, ganz viele wertvolle Punkte, die wir als Menschen in diesem terrenalen Sein nicht vergessen sollen. Okay? Schalte einfach ein. Einen Termin habe ich noch für eine private Legung im Juli und eine zielorientierte Therapie. Wenn du also noch etwas haben möchtest, schreib mich an per WhatsApp und ich antworte dir zeitnah. Okay? Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe, Waage. Ganz, ganz lieben Dank und wir hören uns. Bis dahin. Bye.